dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und nochmal ein Hallo zum vierten Teil der Kategorien-Trilogie des Gleichsatzkanals mit dem Titel Skepsis, Zweifel, Misstrauen und Kollegen im Anschluss an Teil 3, jetzt die Nummer 89, anonym wie die meisten dieser Behauptungen. Jede Setzung ist fraglich, auch ihre Entgegensetzung ins Negative. Mit Setzung ist ein bestimmter Ausgangspunkt gemeint, von dem weiter oben die Rede war, wo war das nun gerade hier, genau, das Problem Kannengießer im zweiten, genau, hier ist die Aufnahme des zu verarbeitenden Materials in unser Begriffsvermögen, das ist die Setzung. Und diese Setzung ist fraglich. Warum ist die Setzung fraglich? Preisfrage, müsste mittlerweile klar sein, weil eben im Prinzip grundsätzlich Wort und Sache logisch inkommensurabel sind. Und aus dieser Unpässlichkeit, möchte ich sagen, gibt es keinen logischen Ausweg. Das ist einmal so. Und diese bittere Wahrheit, dieser bitteren Wahrheit hat man sich über Jahrhunderte hinweg verweigert, aufgrund der für die jeweiligen Machthaber bzw. diejenigen, die bestimmt haben, wie irgendetwas ist oder zu sein hat, die wollten davon und wollen heute auch immer noch nichts davon wissen, von dieser Unmöglichkeit der Rationalität über alle Maßen hinweg, also eben auch in Bezug auf Erkenntnis, Wissen und Wahrheit. Und diese Fraglichkeit dieser Setzung, die Unmöglichkeit, diese Setzung logisch und objektiv und neutral zu rechtfertigen, als bloße Erkenntnis, damit muss jetzt Schluss sein. Denn, wie sagt Werner Müller im nächsten Punkt von der indianischen Welterfahrung, dort macht wahrscheinlich die indianische Welterfahrung macht für uns Europäer als Erben des Abendlandes deutlich, dass wir unter einer Fuchtel von Fraglosigkeiten leben. Und diese Fraglosigkeiten sind alle eine Folge
von Unklarheiten in Bezug auf die Setzung oder in Bezug auf die Aufnahme des Materials ins Begriffsvermögen. Dort haben alle diese Fraglosigkeiten, weil man ja in vieler Hinsicht dann immer wieder in eine Sackgasse gerät und ganze Bibliotheken, die zur Makulatur werden, haben das immer wieder verhindert. Dass es zu klaren Verhältnissen kommt und verhindern es weiter, weil eben die Ausgangspunkte im Nebel gelassen werden oder eben dogmatisch irgendetwas gesetzt wird, das dann als selbstverständlich zu verstehen von allen anderen erwartet wird. Aber im Grunde genommen rechnet man nur mit der Unbedarftheit des großen Publikums und glaubt, so davon zu kommen. Jetzt ein weiterer Beitrag zum Thema Skepsis. Es wird behauptet, dass es kühner ist oder es sein kann, das Bekannte zu bezweifeln, als das Unbekannte zu erforschen. Es ist nicht nur kühner, sondern es ist über die Maßen notwendig, das Bekannte als nur irrtümlicherweise in einem falschen Glauben Bekannte zu bezweifeln. Denn das Bekannte ist nicht bekannt. Es wird nur so behauptet, dass es bekannt ist, dass eben etwas gegeben ist, dass ich die Wirklichkeit sehen kann, fühlen kann, riechen kann, hören kann. Dem ist aber nicht so, weil in diesen Prozessen, diesen sinnlichen Erfahrungen, Empfindungen, Wahrnehmungen spielt das Denken eine weit größere Rolle als das gemeinhin geglaubt und angenommen wird. Es gibt da dieses geflügelte Wort von Altmeister Johann Wolfgang von Frankfurt. Wenn ich das noch zusammenbringe. Das Höchste wäre zu begreifen, dass alles Faktische schon Theorie ist. Und das ist genau dann der Fall, wenn eben etwas als real behauptet wird, was eigentlich eine Abstraktion ist, die man als Realität nimmt. Und deshalb in diesem Sinn ist dann, wird dann, hat jeder, der es begreift, eben dieses Höchste erreicht, eben zu begreifen, dass alles Faktische schon Theorie ist. Weil die Sachen eben als Begriffe immer schon vergegenständlicht werden müssen, verdinglicht werden müssen, um Gegenstand für ein Bewusstsein sein zu können.
aber dieser Prozess wird im natürlichen Bewusstsein, sage ich mal, unterschlagen oder kommt nicht zur Geltung. Und in diesem Sinne sind wir hier sehr kühn, weil wir eben hier oder ich und vielleicht auch sonst noch jemand das Bekannte bezweifelt. Es ist schon überfällig, all das in Frage zu stellen, was als selbstverständlich erachtet wird, diese Fuchtel von Fraglosigkeiten. Eine Fuchtel, in der Tat. Nun kommt ein Neukantianer, vielleicht ein Nachfolger in der kantischen Tradition, auf alle Fälle, Karl Leonhard Reinhold. Zu Wort, und ich sehe gerade, dass ich die Uhr wieder nicht gestellt habe. Aber ich denke mal, ich kann mich noch gut erinnern, war, sagen wir mal 45, da sind wir jetzt 15 Minuten. 15 Minuten, da mache ich pünktlich Schluss, dann wird es nicht so viel. Naja, hat bisher immer ganz gut geklappt, diese Schätzungen. Also Karl Leonhard Reinhold. Über den philosophischen Skeptizismus aus dem Jahr 1793. Logische Wahrheit besteht in der Übereinstimmung der bloßen Gedanken untereinander. Gedanken sind nichts außerhalb des denkenden Subjekts Wirkliches. Insofern ist die logische Wahrheit subjektiv. Einer von vielen Gedanken aus der Vergangenheit, die, wenn nur gründlich durchdacht und entsprechend streng oder konsequent dann weitergeführt zu einer grundlegenden Reform des abendländischen Denkens geführt hätten, aber leider ist vieles eben begraben worden, ungewürdigt. Der unbekannte Soldat des Geistes. Nun, die Vorlesung lautet: Logische Wahrheit besteht in der Übereinstimmung der bloßen Gedanken untereinander. Das heißt, der Punkt ist der, dass eben die Verbindung zwischen Wort und Sache in den meisten Fällen in all dieser Logik gar nicht das Thema ist. Weil eben schon Begriffe als klar vorausgesetzt werden und es wird dann eben nur mehr mit diesen Begriffen weitergerechnet, untereinander, Inzucht. Aber die Frage der Verbindung von Wort und Sache, die wird hier nicht gestellt und wird auch heute immer noch nicht gestellt. Es ist alles nur eine formale Logik. Man operiert da mit den bloßen Formen, aber die Frage des Inhalts, die in jedem einzelnen Fall immer eine ganz andere ist, das steht hier nicht zur Debatte. Es wird nur ganz allgemein eben mit objektiven Begriffen, die irgendwie definiert sind, operiert.
und dann eben die Übereinstimmung oder den Widerspruch festgestellt. Aber das grundlegende Thema, von dem im Grunde alles abhängt, wird nicht thematisiert. Gedanken sind nichts außerhalb des denkenden Subjekts Wirkliches. Das heißt, es gibt dann keine Verbindung der bloßen Gedanken einfach so zu irgendwas außerhalb, irgendeiner Realität außerhalb des Subjekts. Und dann ist eben diese Schlussfolgerung eine interessante, insofern ist alle logische Wahrheit subjektiv. Weil es eben nichts anderes ist als die logischen Schlussfolgerungen des jeweiligen Autors, des jetzt Herr Reinhold oder wie auch immer diese Autoren heißen, das hat keine allgemeingültigere Bedeutung. Das ist halt die Meinung dieser Herren. Und nichts weiter. Wenn ich jetzt aber etwas kapiere, sage ich mal, wie jetzt hier diese zwei, drei Sätze, dann stimme ich in diesem Punkt mit Reinhold überein und es ist, wenn man so will, geht hier nicht mehr um eine einzelne Meinung, sondern wir sind jetzt hier schon zu zweit. Und wenn es dann noch mehrere Leute gibt, die in irgendwelchen Punkten übereinstimmen, dann sind es eben dann schon mehrere Leute. Und das ist die einzige Allgemeingültigkeit, die möglich ist. Indem man einfach die einzelnen Stimmen oder Übereinstimmungen dann zusammenaddiert. Und dann hofft, dass es eben sich immer wieder auf diese speziellen Punkte zurückführen lässt. Es wird dann, also man darf jetzt das nicht überschätzen, weil es trotzdem immer wieder dann unterschiedliche Meinungen geben kann, auch zwischen diesen Leuten, die jetzt hier in einem Punkt übereinstimmen, denn sofort, wenn weitergedacht wird, ist sofort wieder die Möglichkeit eröffnet, dass es eben zu Unstimmigkeiten kommt. Aber so müssen, wie in der Politik, einfach die Stimmen gesammelt werden zu einem bestimmten Thema. Und was anderes ist nicht möglich. Es ist ein Unding, würde Kant sagen, oder einfach ein Unfug, Unsinn, zu glauben, man könnte jetzt hier eine Theorie oder eine Erkenntnis aufstellen, die gleichermaßen für alle Menschen auf dieser Welt im Grunde genommen vergleichbar mit den mathematischen Regeln, die dann widerspruchsfrei wären und die dann als quasi als Gesetzestafeln gelten könnten, nach denen alle Menschen sich zu verhalten haben. Es wäre aber zu überlegen, ob nicht eine Regierung sinnvoller wäre, besser wäre,
die auf einem möglichst hohen geistigen Niveau etwa im Sinne Platos mit der Gelehrtenrepublik die Philosophen eben dann die Regeln bestimmen des Zusammenlebens. Wenn jetzt zum Beispiel solche finsteren Tendenzen wie das Privatfernsehen mitbringt, zum Teil auch das Internet, wenn da nicht entgegengesteuert werden kann durch eine Aufklärung, die eben nicht wieder auf die alten Ideologien oder klassischen Theorien baut, sondern von ganz anderen Voraussetzungen ausgeht, wenn das nicht möglich ist und die Verdummung einfach um sich greift, sodass niemand mehr irgendeinen reflektierteren Gedanken überhaupt noch begreifen kann. Wäre meiner Meinung nach durchaus überlegenswert, so etwas. Aber bis es soweit ist, ist noch einiges hin. Und deshalb mache ich hier weiter mit der Nummer 34. Dort heißt es, die skeptische Denkweise als die Einsicht in die Unerkennbarkeit der Wirklichkeitswelt ist keine bloße Negation, sondern unser bestes Wissen. Also eindeutig ein Zeuge der Verteidigung. Unser bestes Wissen, weil eben die Erkennbarkeit der Wirklichkeitswelt eine bloße Behauptung ist. Oder wenn ich etwas wohlgesonnener bin, dann handelt es sich um einen Irrtum, eine bloße Verwechslung von praktischer Nützlichkeit mit theoretischer Gültigkeit. Gültigkeit, oh, ich bin da immer am Übersteuern, sehe ich da gerade. Ah, das ist ein schmaler Grat von der Übersteuerung. Das muss ich jetzt feststellen, nachdem ich schon 30 Folgen Kategorienbesprechungen abgedreht habe. Na ja, vielleicht gehen wir da Post-Production noch was machen. Zu der Nummer 34 gibt es nichts mehr weiter zu sagen. Also hier, alle Teilnehmer sind Teilnehmer am besten Wissen, dass die Menschheit verfügt. Ein Gratiskurs, den wahrscheinlich erst die Nachwelt zu würdigen weiß. Ich schätze mal 2085, 86 so. Wird man diese Folgen der Kategorienbesprechungen des Gleichsatzkanals irgendwo ausgraben und dann als die Entdeckung des Jahres feiern. Der nächste Punkt in meiner geschätzten, haben wir noch 2 Minuten, die Urfrage aller Skepsis ist die Frage nach der Wahrheit der Wirklichkeitswelt, wieder von einem anderen Beiträger dieses Themas.
Also es geht um Realität und eben Erkenntnistheorie. Da ist der Hund begraben, die Urfrage aller Skepsis. Aber das ist jetzt Wumms nochmal. Das ist jetzt auch wieder in der alten objektivistischen Ansichtbeurteilung hier von einer Urfrage zu sprechen. Das ist müßig, weil es eben keine so eine Urlösung aller dieser Probleme gibt. Da ist einfach jeder Einzelne gefragt, und wenn jeder mal kapiert, dass es um diese Wirklichkeitswelt, die so, ach so real daherkommt, gar nicht so simpel und einfach bestellt ist, wie jemand da gemeinhin annehmen möchte, natürlicherweise, dann wäre schon ein großer Schritt. Nur wenn da nur bloß ein wenig Zweifel gesät werden könnte, dass Leute sich dafür interessieren oder eben ein Interesse daran haben, nicht keiner Illusion zu erliegen oder einer Täuschung aufzusitzen, wie auch immer, dann ist dieses Interesse hier in dieser Richtung auf dem Gleichsatzkanal gut angelegt. Wir nehmen jetzt noch die Nummer 139 und dann ist Schluss für heute. Aller Skeptizismus beruht im Grunde auf der Behauptung, dass für unser Erkenntnisvermögen alle objektive Erkenntnis unmöglich ist. Also das haben wir jetzt geklärt, es geht um objektive Erkenntnis und das ist das Thema des Skeptizismus, der nie es nie so in die ersten Plätze geschafft hat, weil eben der gemeine Mann, die gemeine, vulgäre Frau in ihrem Denken da immer Resignation und Passivität und was weiß ich, auf alle Fälle alles Mögliche, nur nichts Konstruktives damit verbindet. Und deshalb braucht es die Zeugen, um in dieser Verhandlung Skeptizismus ja oder nein, am Ende ein Pro-Skeptizismus, pro-vernünftigen Zweifel zustande zu bringen. Folge 4 ist somit an ihrem Ende, Abschluss angelangt. Das Peace-Zeichen und out.